So, willkommen zu meinem ersten Tutorial. Es wird darum gehen, rauszufinden, welche Teile habt ihr drin, welche Leistungen haben diese Teile, welche Informationen sind relevant, damit ihr euch zum Beispiel Aufrüstteile besorgen könnt, die auch wirklich reinpassen. Ja, am besten, wenn ihr Microsoft habt, zum Beispiel da Windows XP, Windows 7, was auch immer. Es geht, glaube ich, zurück, das Programm, bis auf Windows 95. Ladet euch über ein Gratis-Portal, das SIW, System Information of Windows, runter. Dieses Programm ist gratis. Da habt ihr sehr viele Sachen, die ihr nehmen könnt, jedoch braucht ihr die wenigsten davon, aber das Wichtigste ist alles dabei. Zuallererst gebt ihr mal auf Hauptplatine. Hauptplatine, das ist auch Fachbereich genannt Mainboard. Da, ihr müsst da verschiedene Daten einfach wissen, damit ihr wisst, was passt überhaupt drauf, was könnte ich ersetzen oder aufrüsten. Wichtig ist zu wissen, zum Beispiel, welcher Hersteller habt ihr überhaupt. Das wäre bei mir der Asus. Modell, Version, alles rausschreiben, am besten auf ein Blatt Papier, damit ihr, wenn ihr im Internet nach diesen einzelnen Produkten sucht, wisst, was passt überhaupt und nicht immer wieder ins SIW reingehen müsst und danach suchen. Was dann noch wichtig ist, sind die verschiedenen Arbeitsspeicher und Prozessorleistungen, aber dafür gehen wir in die Detailansicht, nämlich zuerst auf den Prozessor-Info. Prozessor ist der Denker, sag ich mal. Das ist das Gehirn des Computers. Das macht die ganze Rechnerarbeit. Bei mir seht ihr jetzt, ich habe den Prozessor namens Intel Core, das ist die Marke, der Typ i7-3770 drin mit einer Leistung von 3,4 GHz. Am besten das alles rausschreiben, da wisst ihr, was ihr aktuell habt. Er steht auf einem Sockel Größe 1155 LGA. Auch gleich rausschreiben, wenn ihr einen neuen Prozessor zulegt, muss dieser Sockel berücksichtigt werden, dass er überhaupt reinpasst. Dazu, wichtig noch zu wissen, sind die Anzahl Kerne, die ihr aktuell habt. Nämlich, ich habe hier 4. Es gibt solche mit 2 Kernen, mit einem Kern, mit 4 Kernen, 6 und 8 Kernen. Es lohnt sich ja nicht, dass ihr jetzt einen neuen Prozessor kauft und eigentlich die gleiche Serie, nur wenn ihr vorhin 2 Kerne habt, habt ihr plötzlich nur noch einen Kern. Auch wenn er ein bisschen mehr Gigahertz hat, ist er trotzdem langsamer. Denn die 3,4 Gigahertz, die sind pro Kern, also ein 4-Kern hat 4 mal 3,4 Gigahertz Leistung. So, das waren schon die wichtigsten Sachen, die ihr wissen müsst über den Prozessor. Wir gehen weiter zum Arbeitsspeicher, in diesem Programm einfach Speicher genannt. Der Speicher sind auch sogenannte RAMs. Da gibt es verschiedene Typen. Der Speichertyp DDR3 ist der aktuelle. Schaut bitte, dass ihr wirklich die gleichen wieder nehmt. Es gibt auch DDR1 und 2 und so weiter. Dann habe ich aktuell 16.384 MB drin. Das sind 16 GB. Und da ist es wichtig zu wissen, wenn ihr Windows 7 und höher habt, müsst ihr mindestens die Version Windows 7 Professional haben, wenn ihr über 16 GB gehen wollt. Bis 16 könnt ihr die Home-Version haben, darüber müsst ihr die mindestens Professional haben. Deswegen lohnt es sich nicht, hier 32 GB einzubauen, wenn ihr nur die Home-Version habt. Dual, das heißt, ich habe aktuell 2 drin, ein System mit nur 2, aber Speicherplätze hätte ich 4. Das heißt, ich könnte noch 2 weitere einbauen. Schaut da bitte nach, wie viele Steckplätze ihr habt, Speicherplätze. Wenn ihr zum Beispiel nur 2 habt und ihr habt aktuell gerade 2 mal 4 GB drin und somit 8 GB, ihr wollt auf 16 hochrüsten, müsst ihr 2 komplett neue Steckkarten haben. Wenn ihr hingegen 4 habt und ihr habt 8 GB drin mit 2 Steckplätzen besetzt, könnt ihr einfach nochmal 2 mal 4 besorgen, dann kommt ihr auch auf die 16 GB natürlich. DIMM als Formatfaktor ist bei mir jetzt auch wichtig, unbedingt rausschreiben und dann hier die Megahertz, damit ihr wieder die passende Megahertz-Form überhaupt dazu habt, wo kompatibel ist. Das könnt ihr auch immer nachschauen, wenn ihr euer Prozessor, wenn ihr ihn behaltet, nochmal nachschlagen beim Händler und dort nachschauen, welche Prozessoren sind überhaupt kompatibel mit den RAMs.
So, was es noch zu geben gibt, ist die ganze Grafik. Man hört hier sehr viel über Gamer-Grafik und so weiter. Ich sage jetzt mal, einer, der normale Spiele macht, die nicht extrem hochauflösend sind, dann genügt eine 2 GB Grafikkarte vollkommen aus. Für mich ist wichtig zum Beispiel, welche Anschlüsse hat die Grafikkarte, wie schnell rechnet sie, da ich auch Videoschnitt bearbeite und oder auch hochauflösende Spiele betreibe. Bei mir ist es jetzt die Nvidia GeForce GT 630, die hier am Laufen ist, mit 4095 MB, das sind 4 GB. Das ist noch relativ einfach zu wissen, was ihr habt, damit ihr wisst, ja, lohnt es sich überhaupt, was Besseres zuzulegen. Ich werde noch öfters gefragt, ja, welches Netzteil brauche ich überhaupt? Und mit Netzteil ist nicht der Internetnetzteil gemeint, WLAN oder so, sondern die Stromversorgung für den Computer. Vor dem Problem stand ich am Anfang auch, aber ich sag's mal so, für die heutigen Durchschnittscomputer reichen 500 Watt vollkommen völlig aus. Ich wollte mir sicher gehen, ich habe einen Tausender besorgt, aber mit dem könnte ich jetzt wirklich alles Mögliche anschließen, ohne an Anschlag zu kommen. Ja, ihr fragt euch ja, okay, jetzt weiß ich, was ich achten muss, um aufzurüsten, aber wie weiß ich, was ich verbessern muss? Es gibt da einen kleinen Trick, nämlich Ctrl-Alt-Delete. Geht ihr auf den Task Manager, startet den mal und dann geht ihr auf Leistung. Ihr habt die CPU-Auslastung und den Arbeitsspeicher. Das ist das Aktuelle. Hier habt ihr History. Das heißt, was ist bisher passiert. Wenn euer Computer immer wieder stockt, lasst das mal im Hintergrund mitlaufen, damit ihr merkt, ja, wo ist er überhaupt ausgereizt? Ist er im Bereich CPU ausgereizt oder im Bereich Arbeitsspeicher? Und dann wisst ihr auch, was ihr verbessern müsst. So, das wäre schon gewesen. Im zweiten Teil wird es dann darum gehen, die Teile zu suchen. Ich werde einen Gaming-PC zusammenstellen und die Teile von Anfang an einzeln aussuchen mit allen relevanten Daten. Ich werde euch aber auch Möglichkeiten aufzeigen, wie ihr zum Beispiel Aufrüstkits und so weiter bekommt, wo ihr grundlegende Sachen schon drin habt und nicht gerade so viel Geld für einen komplett neuen Computer ausgeben müsst. Zum allgemeinen Speicherplatz ist nur noch kurz zu sagen, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Wenn man viele Spiele hat oder viele Daten, dann braucht man eine größere, ansonsten reichen in der Regel 500 GB aus. Ich zum Beispiel arbeite mit 2,5 Terabyte wegen den grafischen Sachen, die relativ viel Speicherplatz benötigen. So, ich schließe mal den Task Manager wieder. So, das war das erste Tutorial. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über den Daumen nach oben. Wenn nicht, dürft ihr natürlich auch einen Daumen nach unten setzen. Wenn ihr Fragen habt, Kommentare oder Kritik auf jegliche Art, freue ich mich. Könnt ihr einfach unter dem Video posten. So, das war's. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Euer Aaron. Bis zum nächsten Mal. Sitzt du gut auf deiner Wolke mit deinem weißen Bart? Hast du Spaß, mir zuzusehen, dem Letzten seiner Art? Pass gut auf, ich schreib ein Lied und das ist nur für dich. Voll Ehrlichkeit und Mitgefühl wünsch dir. So, das war das erste Tutorial. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über den Daumen nach oben. Wenn nicht, dürft ihr natürlich auch einen Daumen nach unten setzen. Wenn ihr Fragen habt, Kommentare oder Kritik auf jegliche Art, freue ich mich. Könnt ihr einfach unter dem Video posten. So, das war's. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Euer Aaron. Bis zum nächsten Mal.